Willkommen zurück zu World of Warships. Wir spielen heute ein Szenario und ich bin gerade ein bisschen verwundert, weil das Szenario war gestern nicht, da war ein anderes. Kann das sein, dass sich das pro Tag immer irgendwie ändert? Ich habe keine Ahnung. War nicht schlimm. Ich habe jetzt nur absolut gar keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also, ach, wird schon alles gut gehen. Das ist das erste Mal, dass ich diese Karte überhaupt sehe in diesem Spiel, aber naja. Aber warte, nee, den Flugzeugträger? Ah, doch, vielleicht kenne ich das. Muss man den Flugzeugträger nicht nach da hinten bringen irgendwie? Und dabei so eine bestimmte Anzahl an Feinden vernichten? Ja, ich glaube, so war das. Ich glaube, das habe ich einmal, glaube ich, gespielt. Und das ist, ja, sehr neu, ja. Wir haben. Doch, wir haben ein Schlachtschiff. Ich wollte gerade sagen. Aber wir haben auch einen Flugzeugträger. Ich weiß nicht, ob ein Flugzeugträger in diesem Spiel gerade jetzt hier so eine gute Wahl ist. Naja, mal gucken, ne? Okay, da kommt ein Yogi. Ich hasse es, dass so viele kleinstufige Schlachtschiffe, Zerstörer mal kommen. Weil auch wenn die Torpedos nicht viel Schaden machen, die haben halt immer so eine extrem schnelle Nachladezeit. Und irgendwie habe ich das falsche Schiff gewählt. Ich glaube, ich sollte lieber auf Schlachtschiffe schießen. Oder auf Kreuzer, da bringt mir irgendwie mehr. Vor allem die fahren auch die ganze Zeit in der Straight Line, deswegen ist es eigentlich auch relativ einfach, jemanden zu zitadellen. Ich habe gesagt, es ist einfacher, es ist nicht immer möglich, ja. Ja, tut mir leid, ich habe es versucht, es klappte nicht, also alles cool. So, der Kreuz ist weg, der Zerstörer ist weg. Der ist jetzt auch weg. Interessant. Oh, die kommen gut. Sagte ich, aber naja. Zwei Abpraller, alles klar. Ich würde ja gerne Torpedos, aber komm, ich fahre mal hier so rechts weiter. Das ist irgendwie besser. Okay, da brennt sehr viel. Das war ja mal eine gute Sache, komm. Okay, die Miyogi wäre sowieso verbrannt eigentlich, aber gut. Ist ja jetzt eine Frage, was jetzt hier noch alles passiert. Ich meine mich zu erinnern, aber irgendwie auch nicht. Warte mal, war das nicht so, dass man in der Nähe dieses Schiffs da bleibt, dass man repariert wird immer? Oder das stand gerade im Chat, deswegen frage ich das. Oder überlege ich gerade, ob das wahr ist. Keine Ahnung. Warte, wenn wir den jetzt hier haben, dann kommen doch von rechts hier noch richtig viele, ne? Ich meine mich da zu erinnern. Jetzt kommen von links welche. Das ist eine ganz schön schlechte Sache für mich, weil ich hier ganz schön weit weg bin. Und ich werde. Das wahrscheinlich auch nicht gut treffen können von hier. Bremst da gerade ernsthaft ab? Lol. Ja gut, die Bots sind nicht so doof wie gedacht. So ein Spaß. Ich glaube, jedes Schiff wäre besser gewesen als das hier. Weil Dauerfeuer, dann weiß ich, das bringt, glaube ich, mehr. Ich glaube, ich hätte lieber die Bujuni nehmen sollen, also keine Ahnung.
Hätte, glaube ich, mehr gebracht. Torpedosmäßig könnt ihr auch mal was machen, aber irgendwie habe ich hier eh nichts in Reichweite. Erstaunlich interessant und langweilig. Wir haben schon ein Schiff verloren. Zerstörer. Hatten wir nicht eine Aegel? Ich meine, wir hatten eine Aegel. Okay, ich bin hier echt ganz schön am Arsch der Welt. Ich sollte echt aufpassen, dass ich hier gleich nicht vom Spawn überrascht werde, weil die Teile spawnen einfach mal gerne in einem drin. Ja, es gab da so manche Momente. Oh lol, wir haben noch eine Nürnberg verloren. Ach du Kacke. Wieso verlieren wir so viele Schiffe? Ich meine, jetzt gleich kommen noch richtig viele andere Schiffe. Ich sollte ja eigentlich warten, aber irgendwie wüsste ich auch ehrlich gesagt nicht, was das jetzt bringt, wenn ich hier warten würde. Ich meine, ich kann ja schon vorausfahren irgendwie, aber ich muss halt das Schiff da, die Schiffe dahin verteidigen und deswegen warte ich jetzt einfach mal. Wieso bin ich jetzt entdeckt? Ist irgendjemand gespawnt gerade? Ich weiß es doch ganz genau. Die Frage ist, wo? Ich stehe gerade echt schön mit der Breitseite, deswegen. Ja? Von da? Wieso? Wo ist denn der? Willst du mich verarschen? Hey, den schlimmsten Feind, den man hätte mir schicken können. Oh, ein Zerstörer. Oh, ne, zwei Zerstörer sogar. Leck mich doch. Ach, nö. Okay, Emile Kase. Was hat denn das für eine Reichweite, das Ding? Sein Torpedos. Das ist halt ein Japaner, ne? Ich glaube, der hat schon ganz schön was. Ober hat die Torpedos, ja, ne? Na, wieso frage ich überhaupt natürlich der Torpedos? Okay. Wie mache ich das jetzt möglichst, um hier heil rauszukommen? Ich soll ja den torpedieren. Das wäre, glaube ich, die einzige Chance, den jetzt schnell wegzuholen. Okay, wieso ist da auch immer gerade die Lautstärke ausgefallen? Ich hab keine Ahnung. Ganz kurz war das Spiel stumm. Ach du Kacke.
Alles klar. Ich lebe noch. Es ist alles cool. Oh, das ist ja nett, danke. Gott. Ja, genau. Oh Mann. Alles klar. Mhm. Du spawnst ausgerechnet da jetzt so viele Schlachtschiffe. Ich hab ein Problem. Ich werde gleich schön dieses Land küssen, ey. Oh nö. Ja, eigentlich eher so den Stein hier so ein bisschen. Guck mal hier so. Guck mal hier so. Schmatzer. Und jetzt schnell mit dem Arsch zurück. Wir können es ja Gott sei Dank reparieren als KSP. Sonst wäre ich glaube ich schon längst im Limit hier. Oh nee, jetzt ballert auch jeder auf mich. Oh, ich vielleicht der Einzige bin, den man hier abballern kann. Super. Das ist jetzt nicht so geil. Oh, Krack. Oh, Mann. Ach ja, das sind ja Bots, ne? Okay, gut, ich vergaß schon. Aber man sollte Bots niemals unterschätzen. Genau, das meine ich. Die treffen mich auch mal. Und ich bin weg, tschüss. Weh, ich brenne jetzt wieder. Da bin ich echt angepisst. Da ist ein Flugzeug. Ich glaube, das macht mir jetzt noch mehr Probleme, als ich ohnehin schon habe. Nein, okay, alles cool. Ich müsste eigentlich diesen scheiß Flugzeugträger da weghauen. Nur die Frage ist halt, fährt der so weiter oder nicht? Es gibt sehr viele Fragen, nur es gibt wenig Antworten auf diese Fragen. Und deswegen werde ich es jetzt mal abbauen. Tschüss. Oh, der Ober. Aua. Ich wollte die Torpedos angucken, aber gut. Ja, komm, die. Oh, wow, die streuen aber richtig schön. Ja, komm, der ist tot, oder? Safe, ja, weil. Jetzt habe ich das, was ich eigentlich die ganze Zeit verhindern wollte. Ich zeige eine volle Breitseite einem Schlachtschiff. Das ist immer eine gute Idee. Lol. Schade, ich wollte eigentlich noch Torpedos abwerfen, aber irgendwie hat das jetzt nicht so geklappt, wie ich wollte. Ob wir das noch schaffen, ist also so eine Frage, ne? Wobei, ja gut, eigentlich müsste man dann. Ja, komm, eine Kongo und eine Yogo, also. Ja, beschützen die Kongo. Beholen sie die Raptor und reichen sie den Treffpunkt zuerst. Bringen sie die Raptor aus dem Kampfgebiet heraus. Alles klar. Das müssen wir jetzt eigentlich noch schaffen, oder nicht? Wäre schon scheiße, wenn nicht. Müssen wir halt jetzt gerade drauf. Ich weiß jetzt nicht, wieso. Wir haben zwei Clevelands hier noch rumfahren. Ein Schlachtschiff und das war's auch schon. Ja, okay, ein Flugzeugträger haben wir auch noch. Zwei Flugzeugträger eigentlich, aber.
Ja, ich glaube, wir haben das verloren. Ehrlich gesagt, wir schaffen das nicht mehr, glaube ich. In 4 Minuten. Habe ich so ein Gefühl. Also ich muss ja sagen, die Normandie ist jetzt nicht so mein Schiff, aber die Farbe ist echt cool. Kommt der erst nach, wenn die da drin sind oder was? Das wäre total dumm. Ja, okay, die Kongo ist weg und die Normandie lebt noch. Also steht hier irgendwas von wegen wie viel. Nee, ach so, okay, gut. Ich glaube, es muss nur einer überleben von der Operation, kann das sein? Das wäre sehr von Vorteil. Beschützen die Fangungsschiffe übrigens. Ja, das war's jetzt, glaube ich, schon. Ne, wenn die Normandie jetzt nicht noch. Wo fährt der jetzt hin, der Junge? Hallo? Mal die Tarnung hier ein bisschen angucken. Oh, der ist echt gedamaged, der Junge. Oh, sieht echt cool aus. Oh, ey, lol. Oh, der Mast ist. Ist das golden? Das ist golden. Also die Franzosen, ne? Klar, es ist kein echt Gold bestimmt. Und wenn, dann ja, würde ich das irgendwie komisch finden. Jetzt ist es ruhig. Kommt noch irgendwas? Auch irgendein Spawn oder so? Oder keine Ahnung, was ist jetzt? Ist jetzt alles vorbei? Was passiert jetzt eigentlich, wenn die Raptor jetzt hier in das Gebiet reinkommt? Ist es dann schon sofort zu Ende? Ja, ich glaube, das beantwortet die Frage. Mich scheint schon. Also, was ist das jetzt? Das war die Mission. Da muss ich sagen, war die von gestern schwerer. Die von gestern habe ich nur 3 Sterne bekommen. Nur. Jo. Ja, das war die Mission. Rettung der Raptor. Ach ja, man kriegt ja richtig schön viel Stuff. Oh, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ups. Ach, wir haben das ja mit dem Premium-Schiff gemacht. Ja, dann wird das ja bestimmt viel und so geben, ne? Wenn ich das verstehe. Oh, Normandie, mein Mate. Oh, der war richtig gut, der Junge. Warte mal, wie viel Geld? Kreditpunkte. Ja, das ist ganz gut. Oh, freie P kann ich mal gebrauchen. Na gut, dann war es das hier von dem Szenario. Ich wollte jetzt eigentlich nur einfach mal ein Szenario aufnehmen, weil ich dachte, habe ich das schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Oh, ist auch interessant. 444. Gut, dann war es das jetzt von diesem Szenario. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mal gucken, ob morgen ein neues kommt. Vielleicht spiele ich das auch nochmal. Weiß nicht, keine Ahnung. Mal gucken. Dann sieht man sich da. Bis dann.